So, ich guck nebenbei ein Video. Und ich bin verreckt. So. Digga, ich schlage einfach die ganze Zeit und warum sterbe ich trotzdem? Das ergibt nicht mal Sinn. Das ist wie wenn du rülpst und dann nochmal rülpst, weil du es vergisst, dass du gerülpst hast und einfach deswegen nochmal rülpsen musst. Habt ihr es verstanden? Ich auch nicht. Hä? Piep. Oh mein Gott. Bam. Bam, 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 bam. Yes. Das ist Betrug. Trotzdem immer noch. Bam. 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 Bro. Bam. 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 Bro. Bam. 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 Was jetzt? Was passiert jetzt? Ja, Digga, rest in peace. Wie soll ich hier vorbeikommen? Das geht nicht. Nee, die gelbe Welt hat uns auch nichts gebracht. Oh mein Gott. Es tut mir leid, dass ich mit dir gekämpft habe, mein lieber Bär. Ich war vorhin nicht ich selbst. Der Kerl hat mich manipuliert. Piep. So wie es aussieht, ist der Kerl explodiert, als er auf dem Weg nach unten auf den Bienenstock traf. Wir wurden irgendwie hinterher teleportiert, aber dein Bruder ist wahrscheinlich irgendwo anders gelandet. Der Bienenstock ist Vergangenheit, aber jetzt wo ich frei bin, werde ich die Lieder-Honig-Fabrik schließen und den Frieden in meinem Königreich wiederherzustellen. Danke, dass du mich gerettet hast, Baren. Danke, dass ihr alle gerettet habt. Lasst uns im Bärendorf versammeln. So ist. Okay. Oh mein Gott. Das ist creative durch die Credits. Hep. Hep. Bottle-Kappa.
Yay, thanks for playing. Yay. Und ja, was passiert jetzt? Ein Fest. Aber ich hab's anscheinend geschafft, oder? Ich vertrau dem Spiel nicht. Vertrau dem Spiel so gar nicht. Lol, und jetzt habe ich einen Weg mit einem Fußball gefunden. Yay. Aber kleinere sind anscheinend stärker. Nice. So. Aber wir haben's geschafft. Wow, du hast alle Bären gerettet. Gut gemacht. Wir sind wohl schlecht im Verstecken im Käfig. Ja, dieser Ort ist definitiv zu heiß für mich. Sieh dir die Steinplattform hinter mir an. Dort kannst du dein Kostüm wechseln. Wie? Hey, ich kann das nicht. Bin ich zu klein? Wohin geht eine Schildkröte, wenn es regnet, in einen Unterschlupf? Hä? Du wurdest kostenlos zu einer Party eingeladen. Danke, dass du mich aus der Golemhöhle gerettet hast. Überall Farben. Lol, das fällt mir erst jetzt auf. Warte, du Hund. Ich frage mich, wo die echte Bienenkönigin ist. Ich traue diesen Wissenschaftler nicht. Ich habe gehört, man kann mit dem hier auch sprechen. Genau. Keine Sorge, die Schrumpfmaschine ist sehr wahrscheinlich sicher. Wie nennt man eine Biene mit unordentlichem Haar? Ein Frisbee. Lel, ich glaube, mein Telefon ist langsamer als ich. Hä? Du hast es geschafft, auf diesem rotierenden Plattform das Gleichgewicht zu halten. Du hast viel Talent. Real Talk. Du Du bist mein Held, Bären. Ohne dich wäre ich immer noch im Käfig. Autsch, ich habe ein Konfetti in meinem Auge. Das tut weh. Süß. Selbstaufforderung ist die Voraussetzung für das Jugendtum, glaube ich, hat er gesagt. Keine Ahnung. Du hast hier deine eigene kleine Wüste. Ja. Ist aber schön warm hier. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich war viel zu lange in dieser Pyramide eingesperrt. Aber wenigstens hast du es erlebt. Wer bist du? Der Bau der Mauer war wahrscheinlich eine gewaltige Arbeit. Und die Bienen müssen einen wichtigen Grund für den Bau gehabt haben. Okay. Unsere weit entfernten Verwandten waren die Beschützer der Wüste. Wir kamen hierher zurück für viele Generationen. Wehe, du furzt mich an, ich schlag dich. Müde Babygeräusch, okay. Du musst die Wüste wie deine eigene Hand kennen, jetzt wo du alle Münzen gefunden hast. Hä? Hab ich das? Die Phönix sind so niedlich. Ich würde gerne einen adoptieren. Du Hund, der ist für Adoptierte. Der soll sterben. Die Bienenkönigin bereitet etwas Schreckliches vor. Sie ist in die Wüste gegangen, um das letzte Element ihres Masterplans zu machen. Vielleicht wurde die Baudämme... Ach, scheiß drauf.
Wasserfälle sind beeindruckend. Ich habe noch nie einen in meinem Leben gesehen. Hä, wo? Ach so, da. Bra. Ich habe 6 Monate gebraucht, um hierher zu kommen. Dafür, dass du da bist. Respekt. So viele neue Kunden. Aktien. Ja. Was für ein schöner Laden. Lol, jetzt kann ich hier drinnen rumlaufen. Du wolltest kostenlos zerfallen. Ach so, habe ich schon vorgelesen. Piep. Gehen wir mal ins Tutorial-Gebiet. Ob hier jemand chillt. Aber tatsächlich nicht. Die sind ehrenlos, Soos. Da ist einer. Newtons drittes Gesetz der Bewegung scheint in... keine Ahnung, zu sein. Bam, 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 bam. Was ist? Ey, red mit mir, du Hund. Ich hab dich geschlagen. Piep. Was für eine tolle Aussicht. Das war der Furzer. Ja. Ich bin das erste Mal in einem Fluss. Das ist ein komisches Gefühl. Die Luft ist hier. Sicher kälter als in der Wüste. Ach nee. Okay, was kann man hier machen? Nichts. Wow! Ich muss sehr viel Zeit gekostet haben, alle Münzen in der Schildkrötenstadt zu finden. Tatsächlich nicht so lange. Was haben wir im Eisgebiet? Dort, wo man gestartet ist. Der Bär macht das Grab. Pap, pap, kkk, skibidi, pap, pap und ein Puh, Puh, Brr, Bru, Boom. Daraus könnte man einen Rap-Track machen.
Das wird ein Abo-Special, Kapi. Wladimir hat keine Angst über Monster und Tanzen. Ah! Piep! Gut gemacht, du hast den riesigen Geti besiegt. Ich danke dir. LOL. Vielleicht hätten wir die Pinguine hierher bringen sollen, um sie zu retten. Dieses Rätsel war wirklich kompliziert, meinst du nicht, Diggi? Du Baby! Beep. Voice Crack. Oha, Riesenbälle. Das wusste ich gar nicht. Schuss, 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 Sus. Wann kann man, oder wie kann man die Party abbrechen, wenn man in ein Level geht? Oder wie? Ich teste das mal aus. Weißt du was? Ich probiere jetzt auch aus eine Goldzeit. Ich gucke jetzt noch einmal, ob das hier funktioniert. So. Ein Goldbären habe ich hier, okay? Und ja, ich habe die Party abgebrochen. Ich habe einen Goldbären. Das ist Madeline. Okay. Machen wir jetzt den Bären, den ich eben gerade gesagt habe. Ich mache den noch. Bra. Shit. Ach du Kacke, ist das Kacke. Wegen Kacke. Beep. Ach du Kacke, Bruder. Bam. Plus 8 Sekunden, Digga. Scheiße. Ich mach das übrigens auch blind mit den Goldzeiten erstmal. Als ob das nicht ist. Das hat funktioniert.
10 von 10 ist der Kürzeste in meiner Playlist. Geil! Okay, man kann nicht sehen. Okay, nochmal. Vor allem das Final Level mit Goldzeit. Zack, zack, zack. Zehn Sekunden weniger. 24,98 neue Bestleistung. Tschüss. Aber gefühlt war das mega gut. Ich probiere jetzt nochmal hier drüben. Vielleicht schaffe ich ja trotzdem nochmal zu verbessern. Ne, plus 2 Sekunden leider. Bob und Madeline. Ich mache jetzt ein im Wasser. Shit. Shit. Witzig. Piep. Okay, weiter. Vor allem alle Münzen, darauf habe ich gar keinen Boss. Und der Bock. Und der Boss vor allen Dingen. Zack. 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 Oh mein Gott. Zack. Und yes. Zack. Jetzt mache ich den hinten im Wasser. Aber ich probiere, so einen kleinen Trick zu machen. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, ob das zeitsparender ist, aber ich glaube. Und? Plus 2 Sekunden, I hate this level. Beep! Okay.
Okay, hoch, hoch, hoch. Hep, hep, hep. Bam. Plus 2 Sekunden. Oh mein Gott. Hep, hep. Hep, hep, hep. Minus 0,075. Holy shit. Jetzt mache ich den allerersten Bären, den man normalerweise sammelt. Ich weiß nicht, ob das Barry ist, aber ich glaube. Oder könnte, sage ich so. Okay, bam. 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 Bam, 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 bam. Hat Mopsy beleidigt. FBI Open. Piep. Aber ich würde sagen, das war's für den Part. Schuss. Tschüss. Tschüss.